Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit zwei Flugzeugen haben die Geiselnehmer von Nicaragua heute nach Erfüllung fast aller Forderungen das Land verlassen. Damit scheint die Geiselaffäre in dem mittelamerikanischen Staat ohne weiteres Blutvergießen zu Ende zu gehen. An Bord der beiden in Managua gestarteten Maschinen sind die etwa 100 Untergrundkämpfer sowie eine noch unbekannte Zahl von Geiseln und freigepressten Gefangenen. Die Maschinen befinden sich auf dem Flug nach Panama oder Venezuela. Zuvor hatte die Regierung in Managua eingelenkt. Außer der Freilassung politischer Gefangener und der Zahlung eines Lösegeldes veröffentlichte sie mehrfach über Rundfunk eine Erklärung der Untergrundkämpfer, in der zum Aufstand gegen das Regime von Präsident Somoza aufgerufen wurde. Die Geiselnehmer bezeichnen sich als sandinistische Befreiungsfront, die nach einem Rebellenoffizier Nicaraguas namens Sandino benannt ist. Gestern Abend in Managua. Mehr als 100 Frauen und Kinder verlassen mit erhobenen Händen den Nationalpalast. Die Guerilleros, die das Gebäude am Dienstag gestürmt hatten, haben sie freigelassen. Die Geiselnehmer haben jedoch weiter 60 Personen, Senatoren, Abgeordnete und Regierungsbeamte in ihrer Gewalt. Der Bischof von Managua und zwei weitere Geistliche vermitteln zwischen Staatschef Somoza und den Guerilleros. Kurz nach Ablauf des Ultimatums um Mitternacht lenkt Somoza ein. Diese Frau, die sich wie mehrere hundert Menschen seit dem Überfall im Gebäude verbarrikadiert hatte, riskiert die Flucht. Sie hat Glück. Helfer des Roten Kreuzes tragen einen Toten aus dem Palast. Es ist einer der 5 erschossenen Nationalgardisten. Schon gestern Abend war eine Forderung der Guerilleros erfüllt worden. Im Rundfunk wurde eine Erklärung verlesen, in der sie dem Regime Somoza Korruption und Misswirtschaft vorwerfen. Die Absicht der sozialliberalen Regierung in Bonn vor 1980 an die Lohnsummensteuer abzuschaffen, hat innerhalb der SPD zu einem heftigen Streit geführt. Zugleich zeichnet sich eine Belastung sowohl für das Bündnis in Bonn als auch für die SPD-FDP-Koalition in Nordrhein-Westfalen ab. Wirtschaftsminister Riemer ließ heute Abend in Düsseldorf durchblicken, dass bei einem Abrücken der SPD von den Steuerbeschlüssen möglicherweise nicht alle FDP-Landtagsabgeordneten am 20. September den Nachfolger von Ministerpräsident Kühn wählen werden. Die Lohnsummensteuer gibt es nur in etwa 800 der insgesamt 10.000 bundesdeutschen Gemeinden, überwiegend im Land Nordrhein-Westfalen. Erhoben wird sie von der Summe aller Löhne eines Betriebes. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen Gewinn oder Verlust macht. Dagegen liefen Politiker jahrelang Sturm, doch jetzt, wo der Wegfall dieser Steuer geplant ist, fürchten viele Städte um ihre finanzielle Selbstständigkeit. So macht zum Beispiel diese Steuer in Frankfurt 35% der Einnahmen aus. Nach Angaben des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Dietke werden nicht alle Bundestagsabgeordneten der SPD einen ersatzlosen Wegfall dieser Steuer hinnehmen. Weitere Proteste äußerten heute SPD-Politiker, die sich am 10. September zu einer neuen sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik zusammentun wollen. Was als Vorstellung der sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik geplant war, geriet zur Standortbestimmung in Steuerfragen. Vor allem SPD-Oberbürgermeister hatten sich gegen die Streichung der Lohnsummensteuer stark gemacht. Ihre Forderung: Herauslösung der Lohnsummensteuer aus dem Steuerpaket der Regierung. Wir verlangen erst einmal Abkoppelung des Gesetzes über die Abschaffung der Lohnsummensteuer. Das ist eine Mindestforderung. Darüber kann man schon gar nicht mehr mit uns diskutieren. Ich bin weiterhin der Meinung, derjenige, der in der Lage ist, einen vernünftigen Ausgleich zu exerzieren, der hat gleichzeitig die Quadratur des Zirkels gelöst. Sie ist für mich bis jetzt noch gar nicht machbar. Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff ist da ganz anderer Meinung. Er erklärte sich gegen die Herauslösung der Lohnsummensteuer aus dem Regierungspaket. Das fein austarierte Steuergleichgewicht der Koalition droht, aus der Balance zu kommen. Es wäre gut, wenn der Graf Lambsdorff vielleicht an dem Ausgleich mitarbeiten würde. Das ist eine gute Möglichkeit für ihn, sein umfangreiches Wissen auf allen Gebieten auch da unter Beweis zu stellen. Das kann uns sehr helfen. Wir sehen jedem Vorschlag dankbar entgegen. Ich bin der Meinung, dass eine Koalitionsfrage dann werden kann, wenn ein Teil der Koalition nicht bereit ist, das gemeinsam Beschlossene nicht zu realisieren. Und beschlossen ist vollen Ersatz für die Lohnsummensteuer. Bundeskanzler Schmidt hat heute Behinderungen auf den Transitwegen durch die DDR und Einschüchterungen von westlichen Journalisten in Ostberlin kritisiert. In einem Interview der Bild-Zeitung sagte der Kanzler, solches Verhalten offenbare die Schwäche der DDR-Regierung.
Zugleich schloss Schmidt wirtschaftliche Schritte gegenüber der DDR als Druckmittel in Ausnahmefällen nicht aus. In der Frage der Terrorismusbekämpfung warnte Schmidt vor Hysterie. Der Staat dürfe sich bei allen notwendigen Abwehrmaßnahmen des Terrorismus nicht zu gesetzgeberischen oder anderen Übertreibungen verleiten lassen. Denn das ginge zulasten von Freiheitsrechten. Wegen der Panne bei der Fahndung nach den drei meistgesuchten Terroristen Klara, Schulz und Stoll wird es nun doch zu einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestages kommen. Sie soll noch während der Parlamentsferien, wahrscheinlich in der übernächsten Woche, stattfinden. Die SPD stellte ursprüngliche Bedenken heute zurück. Unterdessen verteidigte sich das Bundeskriminalamt gegen die zahlreichen Pannenvorwürfe. Vor allem bestritt das BKA, es habe den Misserfolg vertuschen wollen. Man habe nämlich nach dem 6. August keine öffentliche Fahndung auslösen können, weil die beiden Terroristen auch für die beiden Sonntage darauf noch Hubschrauberflüge reserviert hätten. Die Polizei in Baden-Württemberg hat nach der Panne bei der Beschattung der drei Terroristen mit Sonderfahndungen begonnen. An mehreren Autobahnabschnitten wurden diejenigen genau überprüft, die den Gesuchten in etwa ähnelten. Kontrolliert wurde vor allem in der Umgebung von Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe, weil die Spur der Terroristen immer wieder in diese Städte führte. Ob weitere Aktionen geplant sind, war nicht zu erfahren. Gegen die Durchsuchung von Anwaltskanzleien am Dienstag in Köln, Essen, Frankfurt und West-Berlin haben sich heute zwei Betroffene zur Wehr gesetzt. Sie erklärten, dass ihr Schriftverkehr mit ihren wegen Mordes verurteilten Mandanten bereits wochenlang kontrolliert worden sei. Hier der Bochumer Anwalt Beckers, der eine durchsuchte Kollegin in Essen vertritt. Die Durchsuchung der Anwaltskanzleien am Dienstag sollte von einer Fahndungsbanne ablenken. Mit dem illegalen Kopieren ist das Anwaltsgeheimnis gebrochen worden. Zudem wird unseren Mandanten eine allgemeine Vertrauenswürdigkeit abgeschnitten. Inzwischen sollen offensichtlich Art und Umfang der Verteidigerpost kriminell sein. Wir werden gegen diese illegale Praxis vorgehen, und zwar indem wir uns an unsere Anwaltskammer wenden. Zudem werden wir die Herausgabe der illegal beschlagnahmten Verteidigerpost verlangen und die Einstellung des Verfahrens beantragen. Im Zusammenhang mit der jugoslawischen Forderung, die Bundesrepublik Deutschland solle 8 Exilkroaten ausliefern, hat jetzt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine wichtige Entscheidung getroffen. Nach diesem Grundsatzbeschluss bedeutet die bloße Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nicht gleichzeitig schon ein Verbrechen gegen das Leben. Nur bei einem solchen Verbrechen aber erlaubt es der deutsch-jugoslawische Vertrag auch dann auszuliefern, wenn eine politische Straftat vorliegt. Es ging um den Fall des Exilkroaten Damir Petric. Im Belgrader Auslieferungsantrag wird der 29-Jährige verschiedener Straftaten beschuldigt, jedoch nicht der Teilnahme an einem konkreten Verbrechen gegen das Leben. Das Oberlandesgericht in Hamm, das den BGH angerufen hatte, muss nun neu entscheiden und zwischen einer politischen oder kriminellen Tat abwägen. Der chinesische Partei- und Regierungschef Huo Feng setzt morgen nach seiner Rundreise durch Jugoslawien seine Gespräche mit Staatspräsident Tito fort. Heute war er in der mazedonischen Provinzhauptstadt Skopje. Als hochpolitischer Ausflug ist der Besuch der chinesischen Gäste in Skopje zu werten. Schon wegen der geografischen Nachbarschaft Bulgariens und auch von Albanien. Den langjährigen Partner Chinas auf dem Balkan hat Huo Kufeng bislang mit keinem Wort erwähnt. Es dürfte auch kein Zufall sein, dass Jugoslawiens Partisanengeneral Apostolski den Vorsitzenden Hua begrüßen durfte. Er hat in zahlreichen Veröffentlichungen die bulgarischen Nachbarn bezichtigt, sich die mazedonische Teilrepublik einverleiben zu wollen. Der alte Streit um die mazedonische Volksgruppe ist erst jüngst wieder angeheizt worden. Huas Besuch in Skopje wird hier als eindeutige Parteinahme zugunsten Jugoslawiens gewertet. Für Chinas Partei- und Regierungschef mag ein anderer Grund ausschlaggebend gewesen sein, nach Skopje zu reisen. Als eigentliche Drahtzieher der Auseinandersetzungen um die mazedonische Volksgruppe wurden nämlich wiederholt die Sowjets genannt. Es wird von Versuchen gesprochen, den Vielvölkerstaat Jugoslawien zu unterminieren, zu zersetzen. Außerdem haben verstärkte Waffenlieferungen Moskaus und die in den letzten Jahren ausgebauten militärischen Befestigungen auf bulgarischer Seite in Belgrad Besorgnis ausgelöst. Die Warnungen Huo Kufengs vor ausländischer Einmischung, vor Imperialismus und Hegemonismus wurden in Skopje besonders aufmerksam registriert. Bundespräsident Scheel hat bei einem Besuch in den Anstalten von Bethel vor der Gefahr gewarnt, dass der Geldaufwand des Staates im sozialen Bereich als Alibi dienen könnte,
sich von der mitmenschlichen Sorge um Kranke und Behinderte zu entlasten. Wilhelmsdorf, mit dieser sogenannten Arbeiterkolonie, begann vor 96 Jahren in Bethel die Fürsorge um Nicht-Sesshafte, wie es im Amtsdeutsch heißt. Über diese arbeits- und heimatlosen Personen hat sich der Bundespräsident heute an Ort und Stelle informiert. Nicht-Sesshaftenhilfe ist im bundesdeutschen Sozialstaat vernachlässigt worden, obwohl immerhin 70.000 Mitmenschen zu dieser Gruppe zählen. Vorurteile bestimmen das Verhalten der Gesellschaft diesen Bürgern gegenüber weit mehr als Sachkenntnis. So ist es nahezu unbekannt, dass die oft als Penner und Wermutbrüder diffamierten Menschen nicht arbeitsunwillig, sondern vielmehr arbeitsunfähig sind, weil die meisten von ihnen dringend medizinischer und psychischer Behandlung bedürfen. Auf dem Programm für den Bundespräsidenten stand auch eine Fahrt durch das ausgedehnte Gelände der Bodelschwingschen Anstalten. In der Waldkirche verabschiedeten die Bewohner von Bethel den Bundespräsidenten musikalisch. Die HiFi 78 ging heute in Düsseldorf zu Ende. Der Messechef zeigte sich zufrieden. Auf dem Markt der Unterhaltungselektronik gab es viel Bekanntes, aber auch Neues. HiFi 78, eine Messe der Rekorde, aber auch der Routine. Rekorde bei den Ausstellern, 216 aus 11 Staaten und bei den Besuchern diesmal über 150.000. Routine im Ausstellungsgeschäft, gute Abschlüsse zwar, Präsentationen jedoch wie gehabt. Nur die Rundfunkanstalten brachten Farbe ins Geschäft. Beängstigender Andrang immer dann, wenn der WDR-Hörfunk sein Live-Programm in Halle 1 präsentierte. Ansonsten eine Übermacht von japanischen Herstellern. Die Deutschen waren zerstritten, die meisten Marktführer gar nicht erst erschienen. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet und von Experten so früh noch nicht erwartet, begann einige Tage nach Ausstellungsbeginn eine technologische Zeitbombe zu ticken. Und das ist sie, die laserabgetastete Schallplatte. Ein Strahl gebündelten Lichts zaubert ohne mechanische Berührung aus Millionen von Rillen eine Klangqualität, die von herkömmlichen Geräten unerreichbar ist. Die Kunststoffplatte bewegt sich mit 1800 Umdrehungen pro Minute, Spieldauer bis zu 3 Stunden pro Seite. Wann wird dieses Gerät in der Bundesrepublik zu kaufen sein? Im frühesten Falle in 2,5 bis 3 Jahren. Wie teuer? In etwa 800 US-Dollar, was also in Deutschland 1600 bis 2000 Mark entspricht. Was wird eine Schallplatte kosten? Je nach Spieldauer 15 bis 20 Mark. Die Auseinandersetzung um den von der schleswig-holsteinischen Landesregierung gekündigten Staatsvertrag über den norddeutschen Rundfunk spitzt sich weiter zu. Die Landesregierung in Kiel veröffentlichte heute eine scharfe Erwiderung auf die gestrige Kritik des NDR-Intendanten Neufer an ihrem Entwurf für einen neuen Staatsvertrag über die drei Länderanstalt. Daran heißt es, die Kritik Neufers beruhe auf einem grundlegenden Missverständnis über die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Eben dieses Missverständnis mache deutlich, wie wichtig es sei, darüber im Staatsvertrag klare Aussagen zu treffen. Jetzt darf ihn alle Welt hören und sehen den ersten Schrei des Retortenbabys Louis Brown. Diese Aufnahmen von der Geburt des ersten im Reagenzglas gezeugten Babys vor einem Monat wurden heute freigegeben. Für mehr als 1 Million Mark hatten sich ein Londoner Boulevardblatt und eine Hamburger Illustrierte bis jetzt alle Bildrechte gesichert. Nun kann sich jeder davon überzeugen, dass Louis sich wie alle Kinder verhält, die das Licht der Welt erblicken. Sie schreit. Bei der Geburt war sie zwar mit 2600 Gramm noch etwas leicht, doch inzwischen soll sie sich prächtig entwickelt haben. Grund zum Stolz auch für den Gynäkologen Stiptoe, ihr rechts, dem nach 12 Jahren Forschungsarbeit die Sensation gelungen war.